Herzlich willkommen zu den Comic Cookies. Cookies, Comic Cookies, lecker. La 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 la. Wir sind heute in Frankfurt bei dem Signiertermin mit Karl Mayer und Jörg Malotke. Hallo. 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 Und neben mir ist noch der Patrick. Robert. Genau. Ganz kurze Frage erstmal an den Kai vielleicht. Du arbeitest jetzt ja schon ein paar Jährchen mit dem Splitter Verlag zusammen. Wie kam es überhaupt zu dieser Zusammenarbeit? Der erste Comic, der nach einem Roman von mir erschienen ist, war ja noch bei EHAPA, die Wellenläufer. Mhm. Und EHAPA hat das dann abgebrochen, also bevor es fertig war. Was mich jetzt nicht so wahnsinnig gefreut hat. Und dann kam aber zum Glück gleich danach schon eine Anfrage vom Splitter Verlag. Also der Dirk Schulz vom Splitter Verlag hat mich irgendwann, ich glaube, angerufen oder hat mir geschrieben und hat halt gefragt, ob sie was machen können. Und ich dachte erst, er will die Wellenläufer weitermachen. Mhm. Wollte er aber gar nicht. Er wollte also gerne eine eigene Geschichte machen. Und so ist dann das Wolkenvolk zustande gekommen. Also er hatte dann mit dem Ralf Schlüter gesprochen, dem Zeichner. Ja. Den ich vorher gar nicht, also das heißt, ich kannte seine Sachen, aber ich kannte ihn nicht persönlich. Und hat uns da quasi so zusammengebracht und dann noch mit dem Jan Krehl, der eben die Textadaption gemacht hat. Mhm. Und und so ist das Wolkenvolk entstanden. Und dann gleich darauf, beziehungsweise ich glaube sogar noch parallel dazu, Frostfeuer mit Marisanne. Mhm. Und jetzt eben das Fleisch der Vielen mit Jurek. Ja. Das Fleisch der Vielen geht jetzt in eine etwas andere Richtung. Es ist ja eher dem Horrorgenre zuzuordnen. Wie kommt es dann zu so einer Auswahl von so einem Titel? Bei wem liegt denn die Auswahl überhaupt? Bei dir oder beim Splitter Verlag in dem Fall? Also ich habe ja eine ganze Reihe Horrorsachen geschrieben. Also angefangen von Drehbüchern, eben über Romane und Kurzgeschichten und so weiter. Und das war eine Kurzgeschichte, die ich mal geschrieben habe vor ein paar Jahren. Ja. Die eigentlich in einem Album, Musikalbum von Asp erschienen ist. Asp ist eine Gothic-Band. Und ich wollte damit immer gerne nochmal irgendwas machen. Mhm. Ich wollte es aber nicht einfach, wollte sie nicht einfach nur in irgendeine Anthologie geben, wo sie dann untergeht zwischen 20 anderen Geschichten, sondern habe immer überlegt, man könnte daraus mal ein eigenes Buch machen. Also wenn es nur irgendwie so ein Schmuckband nur mit der Geschichte gewesen wäre. Mhm. Und dann hat irgendwann eine gemeinsame Bekannte von uns hat uns dann so mehr oder minder zusammengebracht, hat mir dann irgendwie gesagt, also nachdem ich gesagt habe, es ist so schwierig, Comiczeichner zu finden in Deutschland, die wirklich so ein ganzes Projekt durchstehen und durchziehen, sagte sie, ja, ich kenne da jemanden und so habe ich dann Jurek kennengelernt und habe mir dann natürlich seine Sachen angeguckt und die ja doch sehr düster waren dann, zumindest die ich gesehen habe. Mhm. Und habe gedacht, ja, das ist eigentlich ideal für eine Horrorgeschichte und hatte eben immer noch, wie gesagt, im Hinterkopf, dass mit dem Fleisch der Vielen nochmal irgendwas passieren sollte und habe ihm das vorgeschlagen und dann hat er gesagt, ja, total gerne. Also das kam von uns, nicht von Splitter. Okay, also ihr habt das dem Verlag vorgeschlagen und die haben das dann dankend angenommen, ja. Ja, genau. Ja, ihr habt ja schon gesagt, ihr habt euch da über eine Bekannte kennengelernt. Also das heißt, dadurch entstand dann auch praktisch die Zusammenarbeit zwischen euch beiden. Ne? Vielleicht kann man da den Jörg noch mal ein bisschen fragen, wie da so die Umsetzung ist. Da wolltest du so ein bisschen was wissen. Ja, genau. Wie ist denn bei euch beiden so die Umsetzung, sowohl beim Horrorschreiben als auch bei der grafischen Umsetzung, weil es fallen ja einige Stilmittel weg, die zum Beispiel beim Horrorfilm essentiell sind, bei den schlechteren zum Beispiel die Jumpscares oder die bedrohliche Musik. Wie transportiert ihr da die unangenehme Stimmung? Also in dem Comic eigentlich auf jeden Fall übers Tempo. Also es gibt vor allen Dingen so einen Mittelteil, der zieht sich sehr lange hin. Da habe ich auch geguckt, dass ich wirklich aus der Kurzgeschichte halt alles mitnehme und es möglichst lang in die Länge ziehe, ne, damit das, was da wirklich einem dann unangenehm vorkommt, damit das so richtig wirkt. Ne? Also ja, das ist dann schon nötig. Es gibt zwar im Comic auch so eine Art Jumpscare, den Page-Turner oder wie das heißt, ne, da blättert man so um und dann ist da auf einmal so ein riesen gruseliges Bild, aber das hat mich noch nie überzeugt. Also nee, immer. Deswegen. Das kann schon funktionieren, ja. Finde ich. Ich finde, es gibt schon Comics, wo das funktioniert. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen
inflationär gemacht worden, finde ich. Ja. Und dadurch funktioniert es vielleicht heute nicht mehr ganz so gut wie noch irgendwann in den 90ern oder so, als das losging bei, ich glaube, Vertigo, also die haben das relativ oft gemacht. Und also so bei EC und so bei den ganz alten Horrorsachen ja noch nicht. Aber ich denke, das ist so in den 90ern aufgekommen, dieser Jumpscare-Ersatz im Comic mit diesem Umblättern auf die Splashpage. Und also ich finde, man kann das noch machen, aber es stimmt schon, es ist ein bisschen, es hat sich so ein bisschen abgenutzt, glaube ich. Vor allem, ich habe im Kino mal wirklich dieses Erlebnis gehabt, wir saßen in The Nun, also einem dieser Conjuring-Spin-Offs, und ich habe versehentlich den schlimmsten Jumpscare ausgelöst, indem ich genießt habe, und das halbe Kino ist dadurch zusammengezuckt. Und da habe ich dann gemerkt, okay, das Zeug wird wirklich sehr, sehr inflationär eingesetzt. Viel mehr Gruseliges war in The Nun ja auch nicht. Eigentlich nicht. Genau, da ist wirklich das halbe Kino zusammengezuckt. Wie ist das jetzt mit der Umsetzung beim Schreiben? Horror schreiben ist tatsächlich richtig schwierig. Ich hab ja also immer irgendwie unheimliche Elemente und Horrorelemente in meinen Büchern gehabt, aber eine ganze Zeit lang, also eigentlich so in den ersten Jahren eigentlich keinen reinen Horrorroman geschrieben, weil ich einfach gemerkt habe, wie schwierig es ist. Ich habe immer Horror gelesen und habe eigentlich immer gedacht, es kann nicht so schwierig sein. Und als ich es dann wirklich selbst versucht habe, ist mir das erst bewusst geworden, dass das wirklich schwieriger ist als meinetwegen Science-Fiction oder Fantasy. Oder es braucht manchmal auch ein besseres Timing als zum Beispiel eine Komödie, weil dann muss das ja wie so eine Pointe richtig sitzen, damit es sich entfaltet. Das Problem beim Horror ist natürlich, dass es einfach die Werkzeuge relativ begrenzt sind. Also man kann natürlich auch gar nicht so viele unterschiedliche Dinge machen. Also es gibt einfach bestimmte Dinge, auf die Leute reagieren, die ihnen Angst machen, die sie erschrecken und so weiter, die ihnen unangenehm sind. Aber wenn man die nicht immer und immer und immer wieder reproduzieren will, dann wird es wirklich schwierig, jetzt sich da neue Dinge auszudenken. Und beim Fleisch der Vielen war es halt so, dass mir zum Glück die Idee mit den Haaren kam. Also es basiert ja sehr darauf, vor dem Ekel vor Haaren. Und ich persönlich habe eigentlich gar keinen. Ich ekel mich überhaupt nicht vor Haaren. Mir war schon klar, dass sehr viele Leute offenbar das haben, dass sie das nicht mögen. Also Hella von Sinnen hat ja da im Comic Talk groß und breit darüber gesprochen, wie sehr sie sich vor Haaren ekelt. Und das kannte ich jetzt so auch noch nicht. Also klar, man kennt irgendwie diese Haare aus den japanischen Horrorfilmen und so weiter, aber die funktionieren ja anders. Das ist ja eher eine optische Geschichte. Also das ist ja nicht, wo man sich vor den Haaren an sich ekelt. Und ich habe einfach versucht, mit diesem Element Haar was zu machen. Vor allem, wenn man Tiere hat, dann hat man auch viel mit Haaren zu tun. Dann stumpft man dadurch auch ein bisschen ab. Ja, na klar. Also ich hab ja auch immer Hunde gehabt und habe auch einen sehr haarigen Hund. Und habe überall Hundehaare, also von daher, aber eben gerade dieses auch Menschenhaar, also das sich ja nicht groß von Tierhaaren unterscheidet, aber einfach, wenn man weiß, ist es vom Mensch, und dann, wenn man noch nicht mal weiß, von welchem Mensch und so weiter, dann findet man es halt je nachdem unangenehm und eklig. Halt so, wenn es mal nicht im Essen ist, dann habe ich da auch relativ wenig Ekel. Funktioniert denn die Zusammenarbeit zwischen euch beiden? Also, oder wie hat die funktioniert? Mischt er sich viel ein beim Zeichnen, oder wie funktioniert das? Ich meine, der Roman oder die Kurzgeschichte in dem Fall ist ja da. Hast du ausschließlich anhand dieser Kurzgeschichte gearbeitet, oder hat er nochmal ein Skript geschrieben, oder wie hat das funktioniert? Nee, Kai hat kein Skript geschrieben und ich habe auch kein Skript geschrieben. Also die Skriptphase haben wir weggelassen, sondern ich habe direkt so eine Art Storyboard gezeichnet. Okay. Da sind in dem Buch hinten auch ein paar Beispiele dabei, also wo ich das Seitenlayout und wo die Figuren stehen, auch die Position der Sprechblasen, alles schon eigentlich ziemlich genau gezeichnet habe. Und der Kai hat sich in diesen Bereich, in diesen Prozess nicht einmischen können, weil ich ihn erst sehr spät darin eingeweiht habe, dass ich das so mache. Okay. Also ich habe ihm dann einen Batzen dieser Seiten geschickt, da war die Hälfte schon fertig quasi. Das wollte ich auch so machen, weil ich dachte, ich will ja, dass er weiß, wie sich das auch liest über mehrere Seiten hin und so weiter. Und das hat sich insofern als eine gute Entscheidung herausgestellt, dass er damit auch sehr zufrieden war. Also hatte gar keine Änderungswünsche eigentlich. Ne? Am Anfang haben wir ein bisschen mehr hin und her geschrieben, weil es da
halt auch noch darum ging, wie soll der Comic überhaupt aussehen und so und wie wird das koloriert und wie passt das überhaupt? Mhm. Es muss ja auch in das Verlagsprogramm reinpassen und so, das waren alles so Fragen. Aber nachdem die geklärt waren, war ich erstmal alleine ziemlich selbstständig unterwegs. Mhm. Am Ende haben wir dann nochmal häufiger, also der Feinschliff da, der sich da nochmal mehr eingemischt. Ja, aber auch Verhalten. Also ja. Nee, wir hatten ja wirklich, also erstaunlich wenige Diskussionen wirklich, ne? Also eigentlich wirklich nur über das Cover mal und dann ansonsten eigentlich fast gar nicht. Und da muss man aber auch wirklich sagen, dass, und das sage ich jetzt nicht, weil er neben mir sitzt, das ist halt wirklich unglaublich, dass jemand, der vorher nie Comic oder beziehungsweise einen Comic hattest du mal für dich gemacht, ne? Aber das ist ja nicht wirklich erschienen, dass jemand, der das im Grunde zum ersten Mal macht, so professionell, derart professionell daran geht und das auch gleich so umgesetzt hat. Also ich habe ja auch mit Splitter natürlich damals darüber gesprochen, als ich gesagt habe, hier, da gibt es einen Zeichner und wir könnten diese Geschichte machen und so weiter. Und dann haben die sich ein paar Seiten angeguckt und haben auch sofort gesagt, das ist ja unglaublich, also dass jemand das beim ersten Mal gleich so kann und so hinbekommt. Mhm. Von daher waren da auch wirklich keine Diskussionen nötig. Also was das ganze Dramaturgische angeht, wie er den Text in Seiten umbricht und in Bilder umbricht, da gibt es wirklich, also gab es überhaupt gar keine, ich glaube nicht eine einzige Diskussion über irgendwas. Das ist doch schön. Find ich cool, wenn dann sich so ein Vertrauen entwickelt und das auch, oder gleich da ist im Grunde. Also das ist doch super. Ja. Wie sehen denn bei dir jetzt zum Beispiel die Zukunftspläne aus? Wirst du weiterhin in Comics, wirst du weiterhin Comics zeichnen oder steht schon was an? Kann man schon was verraten? Also wenn ich es schaffe, dann will ich weiter Comics zeichnen. Mhm. Kai und ich, wir haben jetzt auch schon mit dem nächsten Projekt angefangen. Mhm. Es ist halt vom Finanziellen her immer schwierig. Also, und vor allen Dingen ist es über einen langen Zeitraum schwierig. Dadurch kann immer einiges passieren. Aber ich will es auf jeden Fall versuchen. Ich finde das super. Auch dadurch, dass gerade die erste Veröffentlichung jetzt so gut funktioniert hat. Mit dem Kai habe ich auch einen sehr angenehmen Partner gefunden. Also ich will das auf jeden Fall weitermachen. Ich werde wahrscheinlich nicht für den Rest meines Lebens nur Comics machen, aber auf jeden Fall will ich das noch lange, lange weiterverfolgen. Das war gerade ein gutes Stichwort. Wie lange hast du denn jetzt so insgesamt, wenn man es mal überschlagen kann, für den Band gebraucht? Ja, schwer zu überschlagen. Also lassen wir es mal 7 Monate gewesen sein, wirklich, wirklich intensive Arbeit. Ja. Und das heißt dann am Tag wie lang? Oder weil du sagst ja gerade, du machst das ja auch nebenher, ne? Wahrscheinlich, oder? Sag nochmal. Du machst das ja auch nebenher, also als Nebenjob oder? Ja, angefangen hat es als Nebenjob und dann sagen wir mal Januar 2018, also genau, letztes Jahr im Januar, da ging es dann so richtig los, da ging es an die Storyboards und dann habe ich wirklich Januar noch nicht ganz so extrem, aber Februar morgens aufgestanden, zwischendurch gegessen. Also ansonsten eigentlich nur gezeichnet, ja. Zwischendurch natürlich mal 1-2 Tage frei gemacht, aber also ich habe schon sehr durchgehend dadurch daran gearbeitet, weil es aber eben auch eine Arbeit ist, wo es schwer ist, wieder reinzukommen, wenn man einmal draußen ist. Ja, ja, das ist beim Schreiben ja nicht anders. Ja. Also ich habe da auch mal ein Problem, wenn ich irgendwie, also ich fahre eigentlich nie in Urlaub, beziehungsweise mal eine Woche oder so, aber ich könnte jetzt gar nicht 2-3 Wochen am Stück unterbrechen, beziehungsweise das könnte ich nicht, aber will ich nicht. Also weil ich dann einfach weiß, ich habe echt Probleme, da wieder reinzukommen. Dann dauert das irgendwie nochmal 3 Wochen, bis ich da wieder richtig drin bin. Ja, wie sehr habt ihr euch denn filmisch beeinflussen lassen? Weil ich merke das immer wieder, wenn ich Comics lese oder gerade durchblättere, dass man dann schon ein paar gewisse Regisseure quasi im Hintergrund hat oder im Hinterkopf und das auch so ein bisschen imitiert. Wie ist das da bei euch? Willst du vielleicht anfangen? Die Geschichte ist ja... Also bei der Geschichte war es so, dass die jetzt nicht direkt von irgendeinem Film oder irgendeinem Regisseur beeinflusst war, aber ich habe
ich habe ja eigentlich, also meine ersten professionellen Veröffentlichungen mit 17 war das, 17, 18, das waren alles Artikel über Horrorfilme, über Horrorregisseure in Filmzeitschriften. Mhm. Damals in der Movie Star und UFA Film Illustrierte und so weiter. Das heißt, ich beschäftige mich schon sehr, sehr lange und auch intensiv mit Horrorfilmen und Horrorregisseuren. Habe damals viele italienische Regisseure interviewt und so weiter. Das heißt also, irgendwo kommt das natürlich rein. Aber es war nicht so, dass ich mir gesagt habe, also als ich die Geschichte geschrieben habe, das soll jetzt sein wie dieser oder jener Regisseur. Unterbewusstsein hat man dann da und da diese Referenzen und das fließt Unterbewusstsein ein. Es ist eher, also ich weiß gar nicht so genau, wie ich glaube, es ist mein Schreiben allgemein. Also da wird mir immer gesagt, dass es sehr filmisch sei. Also egal, ob das jetzt Horror ist oder irgendein anderes Genre. Mhm. Einfach weil ich sehr, sehr immer vom Optischen ausgehe. Also ich denke sehr visuell und schreibe auch sehr visuell und beschreibe sehr visuell. Und das kommt natürlich auch aus dieser Beschäftigung mit Film, auch Schnitttechnik und so weiter. Die fließt auch durchaus in Romane ein, also das merkt man auch. Also von daher, der Einfluss des Films ist hundertprozentig da, ganz klar. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, speziell bei dieser Geschichte kam irgendwas aus irgendeinem Film. Also das eigentlich nicht. Das ist bei der zeichnerischen Umsetzung anders. Da gibt es einen ganz deutlichen Einfluss und das ist der Film Suspiria. Und zwar das Original. Von Dario Argento? Von Argento, ja. Und zwar, weil wir da uns entschieden haben, ein von den Farben her sehr knalliges Finale zu machen. Also in der Kurzgeschichte ist das anders. Da beschreibt der Kai ein graues Licht, das nur sehr, sehr schwach ist. Aber ich dachte, am Ende wird das so irre. Mhm. Das will ich in den Farben irgendwie wieder gespiegelt haben. Also da geht es ja richtig zur Sache am Schluss. Ich habe es leider noch nicht gelesen, aber vom bloßen Durchblättern merke ich, ja, da sind schon Leute, die sich mit Horror ziemlich befasst haben und auch mit Horrorfilmen. Deswegen dachte ich, ja, hack ich da mal nach, weil mir ist es direkt aufgefallen, auch hier dieses farbenfrohe Finale dann. Und Suspiria habe ich beide gesehen, sowohl das Remake als auch das Original. Beim Original haben sie drastisch die Farben reduziert und so kann man es ja auch hier am Comic sehen. Am Anfang fängt es noch sehr düster an und am Schluss wird es dann eben etwas abgedrehter. Oder knalliger. Beim Remake haben sie die Farben reduziert. Ja, beim Remake, ja, genau. Ja, ja. Ziemlich. Klar. Ich wollte gerade sagen, das Original ist ja so bunt, wie es nur sein kann. Also das total, ist so, ja. Genau. Aber ich mag das Remake total gern. Also ich bin wirklich ein Riesenfan des Originals. Also ich weiß nicht, wie oft ich den gesehen habe und auch drüber geschrieben habe damals noch und so weiter. Aber ich war sehr erstaunt, wie gut mir das der Neue gefallen hat. Also Jurek und ich haben den zusammen gesehen im Kino. Und danach unsere Premiere in Nürnberg. Genau, nachdem wir im Comicladen in Nürnberg signiert haben, sind wir dann abends zusammen in Suspiria gegangen. Und da war ich auch noch so ein bisschen so, wusste auch noch nicht so ganz genau, was ich davon halten soll. Aber ich habe mir jetzt letztens nochmal zu Hause angeguckt und wirklich gemerkt, dass mir beim zweiten Mal noch sehr viel besser gefallen hat. Und bestimmte Dinge, die ich beim ersten Mal so etwas problematisch fand oder ein bisschen aufgesetzt fand und so weiter, dass ich die beim zweiten Mal dann eigentlich doch ganz schlüssig fand. Ja, ich habe dazu auch einen besonderen Bezug, weil das war der erste Film, wo ich in die Pressevorführung durfte und dann war es direkt das Suspiria Remake und es hat mich ziemlich umgehauen, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Der andere ist ja dann schon ein bisschen alberner und das Remake hat eine richtig grunddüstere, depressive Stimmung, die sich durchzieht und auch teilweise keine Gefangenen macht. Ist denn das Horrorgenre, Jurek, so das Genre, wo du dich jetzt auch wohlfühlst, also kannst du dir vorstellen, da einen weiteren Band zu illustrieren oder darf es auch mal was anderes sein? Also Horror ist mit Abstand mein Lieblingsgenre. Ich finde es großartig. Ich mag auch experimentellen Horror sehr gerne. Also ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt ein Durchschnittshorror-Gucker bin. Aber ich finde es unglaublich toll, unglaublich vielseitiges Genre, wo viel gemacht werden kann, viel mehr als in anderen Genres. Und ich finde es auch super interessant, mich mit Angst zu beschäftigen. Und im Horror werden einfach viele Themen auch angesprochen, die aus anderen Genres
vollkommen ausgeklammert werden. Vor allem im Horrorgenre gibt es zum Beispiel, wie auch bei Science Fiction, manchmal auch einen richtig schönen gesellschaftskritischen Aspekt, den du sonst nicht wegen der ganzen Political Correctness anpacken könntest. Im Horror und bei Science Fiction wird das komischerweise toleriert und gerade das finde ich auch genial in diesem Genre. Mhm. Aber einer meiner Lieblingshorrorfilme ist zum Beispiel Begotten von Elias Marriage. Kennst du? Ja, klar. Das ist ein Film ohne Handlung eigentlich, ein reines Bildexperiment eigentlich. Also auch es wird auch nichts gesprochen und es ist wirklich nichts drin. Aber das war ein Film, der hat mich wirklich sprachlos zurückgelassen. Da war ich absolut begeistert. Begotten ist wirklich so ein Film. Man hat so den Eindruck, man schaut in irgendeinen archaischen Mythos rein, oder? Also es ist ja so diese Geschichte mit dieser Göttin und Geburt und es ist ja wirklich ein ganz, ganz merkwürdiges Ding. Und da hatte ich auch so zwischendurch, der ist ja auch gar nicht so lang, der ist ja, glaube ich, eine Stunde oder sowas maximal, wenn überhaupt. Ist wahrscheinlich nicht mal eine Stunde, ich weiß gar nicht genau. Und man hat irgendwann, wenn man sich darauf einlässt, irgendwann das Gefühl, man guckt gar keinen Film mehr, sondern man guckt wirklich in so eine alte, überlieferte, archaische Legende, die damals zufällig irgendwie jemand gefilmt hat. Also das ist ein ganz merkwürdiges Ding. Finde ich auch absolut großartig. Bei mir ist zum Beispiel auch David Lynch hoch im Kurs. Bei mir der erste Kontakt mit ihm war zum Beispiel Mulholland Drive. Und das ist ja wirklich ein gefilmter Albtraum. Der hat eine Atmosphäre, du weißt nicht, was du gesehen hast, aber irgendwie verstört er dich und hat wirklich so eine geniale Atmosphäre. Ja, genau, also um nochmal dann auch zum Comic oder allgemein jetzt wieder in Bezug auf mich, ja. Das ist halt das, was ich daran auch so toll, so toll finde, so diese eigene Logik, die teilweise dann auch in Horror in jedem Medium eigentlich dann entsteht beim Horror. Und ich habe schon lange eigentlich auch so ein bisschen den Traum, auch ob ich jetzt einen Horror zeichne oder vielleicht auch mal ein eigener Horrorautor zu werden, also unbedingt, ich will das unbedingt weiter. Oder mal einen Film beteiligt zu sein und dazu was. Ja, ja, ein Horrorfilm basierend auf euren Comic. Das was Fleisch, würdet ihr dazu sagen? Genau. Ich habe ja mal Drehbücher zu zwei Horrorfilmen geschrieben. Das ist in Deutschland halt schwierig. Also die waren halt damals fürs Fernsehen, für RTL. Und das war Ende der 90er, also 99, 2000. Und da gab es mal so ein ganz kurzes Zeitfenster, in dem es möglich war, sowas fürs Fernsehen zu machen. Da sind so ein gutes halbes Dutzend Horrorfilme für die Privatsender gemacht worden. Und zwei davon waren eben diese beiden, die ich geschrieben habe. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also das Publikum wollte es sehen. Sie waren also relativ erfolgreich. Ich finde, die Filme sind auch für das, was sie sein sollen. Also es sind letztlich so Teenie-Slasher, aber dafür sind sie echt gut geworden. Toller Regisseur, Robert Siegel. Aber es ist halt, das ins Kino zu bekommen in Deutschland, ist so gut wie unmöglich. Übrigens auch Horrorromane laufen in Deutschland katastrophal schlecht. Also Horror in Deutschland ist wirklich problematisch. Im Roman. Also es gibt halt den Fester Verlag, der das ja quasi so, der fast nur Horror macht, also mit ein, zwei Ausnahmen, also ein, zwei Reihen noch. Bei denen funktioniert das, weil die das natürlich auch in so einer, in so Liebhaberauflagen und sowas machen. Aber bei den großen Verlagen funktioniert Horror, abgesehen jetzt von King, so gut wie gar nicht. Aber ich weiß, wann in etwa dieses Zeitfenster gewesen sein muss, als Anatomie zum Beispiel Tattoo, diese Filme Kinoerfolge waren da, dieses kurze Zeitfenster, da lief sowas auch ganz gerne auf ProSieben. Anatomie war erfolgreich, Tattoo glaube ich nicht. Ich glaube, Tattoo war gar nicht so erfolgreich. Okay. Also Anatomie war ein Erfolg. Und das hat damals die deutsche Columbia produziert. Und die sind danach zu mir gekommen, haben gesagt, sie wollten sowas nochmal machen. Und dann habe ich anderthalb Jahre lang mit denen quasi nicht die Fortsetzung von Anatomie, die gab es ja dann auch, aber sie wollten eben noch sowas in der Art, wollten sie nochmal machen. Und habe das anderthalb Jahre mit denen entwickelt und am Ende sind sie dann irgendwann doch gescheitert, weil sie sich überlegt haben, ich glaube, das war dann sogar nach Anatomie 2, oder? Haben sie dann einfach gemerkt, dass das dann eben im Kino doch nicht so gut funktioniert und dann haben sie es wieder gelassen. Und dann sind sie wieder zu Spalten von Co. zurück. Genau. Ja.
das Motiv. Dann würde ich ganz gern von dir, Kai, noch kurz wissen, was gibt es von dir in nächster Zeit Neues? Sowohl als Roman oder als Buch, als auch im Comic-Bereich. Also ich habe gerade abgeschlossen Die Krone der Sterne. Das ist eine Space Opera, also was ganz anderes. Also im Prinzip fast Fantasy im Weltraum. Also sehr, sehr untechnisch und so weiter. Ganz eine große, exotische, knallbunte Abenteuergeschichte im Weltraum. Da ist gerade der dritte Band erschienen und auch der, also vorerst letzte. Und außerdem der fünfte Band von meiner Seiten der Weltreihe, der Pack der Bücher, was auch damit abgeschlossen ist. Das heißt, ich habe gerade eigentlich zwei Mehrteile abgeschlossen. Und im nächsten Jahr kommt ein neues, das im Zusammenhang steht mit einer Geschichte, die ich früher schon mal vor Jahren gemacht habe, die ich vor Jahren geschrieben habe. Da kann ich leider noch nicht so viel zu sagen. Das ist noch geheim, bis der Verlag es halt wirklich offiziell macht. Ja, und dann habe ich gerade eine Hörspielreihe geschrieben für Audible. Das ist, die wird wohl Ende des Jahres rauskommen. Also, und dann, ja, das sind so erstmal die Projekte in nächster Zukunft. Mhm. Da würde ich ganz gerne nochmal reingehen. Ist das ein anderes Schreiben, wenn du ein Buch schreibst, als wenn du ein Hörbuch schreibst? Oder wo liegen da die Unterschiede, weil du das gerade erwähnt hast? Also ein Hörbuch ist ja einfach nur die Lesung in der Regel ein- oder zweistimmig des Romans. Mhm. Also die schreibe ich ja nicht direkt, sondern da schreibe ich den Roman und jemand liest das vor. Beim Hörspiel ist es anders. Hörspiel ist ja quasi wie Film ohne Bilder. Mhm. Da schreibt man eigentlich ein richtiges Drehbuch. Also das sieht fast genauso aus wie ein Drehbuch. Und das ist ein anderes Schreiben, ja klar, das ist anders. Aber ich mache das ganz gerne. Also gerade so im Wechsel zu den Romanen, weil es dann mal was anderes ist. Und es geht auch in gewisser Weise schneller. Also das mache ich schon ganz gerne. Ja, weil beim Comic ist es ja auch so, dann muss ja nochmal... Normalerweise muss ja nochmal ein Skript geschrieben werden. Das war jetzt hier beim Wolkenfolge auch so, da hat das der Jan Krill ja nochmal umgeschrieben, quasi für die Comicform. Ne? Hast du jetzt eigentlich selbst auch schon für einen Comic direkt geschrieben im Vorfeld? Ja, ich habe mal ein Album geschrieben für Dieter Jüth. Ganz, ganz großartiger Comiczeichner, der heute leider keine Comics mehr macht, glaube ich. Aber der hat mal bei eHapa zwei ganz fantastische Sachen gemacht. Und die fand ich so toll, dass ich ihn damals noch in den 90ern angeschrieben habe oder angerufen habe, weiß ich gar nicht mehr. Und daraufhin haben wir dann zusammen einen Comic gemacht, das heißt Engel Panoramicum. Also Engel ist der Obertitel und Panoramicum war der Untertitel. Und das ist damals bei Feder und Schwert erschienen, das Schwarz-Weiß-Album. Ist mittlerweile vergriffen, also ich glaube auch relativ gesucht. Ich hoffe, dass das demnächst nochmal neu erscheint. Mhm. Ja. Okay. Patrick, hast du noch was? Wie ist deine Herangehensweise, wenn du irgendwas in ein anderes Medium transportierst? Bitte schön. Danke. Nochmal bitte. Wie ist denn deine Herangehensweise, wenn du etwas in ein anderes Medium transportierst? Also hast du dann im Kopf, hast du das dann im Vorfeld im Kopf oder dröselst du das Ganze dann nochmal auf und überarbeitest das dann nochmal? Das mache ich gar nicht. Also ich mache eigentlich gar keine Adaptionen meiner eigenen Sachen. Ich habe das einmal versucht bei einem Filmdrehbuch, dass ich einen Roman von mir adaptiert habe und fand das ganz grauenvoll, die gleiche Geschichte oder dieselbe Geschichte nochmal zu schreiben, nur anders. Mhm. Und beim Film kommt dann noch dazu, dass einem natürlich noch 20 Leute reinreden. Und das fand ich dann wirklich mühsam. Also mir quasi meine eigene Geschichte, erst nochmal mich selbst noch mit meiner eigenen Geschichte zu beschäftigen und dann auch noch mit den ganzen Anmerkungen der Leute, die dann nochmal Anmerkungen zu dieser Geschichte hatten. Die dir deine Geschichte dann quasi nochmal erklären. Genau, die völlig umgekrampelt haben. Und habe mir damals gesagt, das mache ich nicht mehr. Es kann sein, dass ich es vielleicht trotzdem doch nochmal irgendwann mache, aber es ist nichts, wo ich jetzt wahnsinnig wild drauf bin. Was wäre denn ein Anstoß dafür, dass du dich diesen mühsamen Prozess nochmal unterziehen würdest? Also beim Film müsste es schon, glaube ich, so sein, dass es dann ein Regisseur macht, den ich irgendwie ganz, ganz toll finde. Dann vielleicht. Aber ich glaube ansonsten eher nicht. Ansonsten wäre ich immer dafür, dass das jemand anders macht. Ja. Woher kommt deine Affinität zum Comic? Oder was? Na gut, woher kommt die? Blöde Frage, die ist halt einfach da. Aber du bist ja auch Comic-affin, ne? Also sag doch mal kurz deinen Comic-Werdegang. Also mein Comic-Werdegang hat ja im Grunde in den 70ern begonnen mit Yps und diesen Dingen.
Ein bisschen Superhelden, aber gar nicht so doll. Also ich war nie so der große Superhelden-Fan. Okay. So eine ganz kurze Phase mal irgendwie so mit Spider-Man und so, aber nicht so richtig. Und hab dann eigentlich so als Teenager so ein bisschen die Lust am Comic verloren und bin dann eigentlich erst so mit vielleicht 20, 19, 20, Anfang 20 sogar über Sandman wieder zum Comic gekommen. Also ich war in London im Forbidden Planet und hab da eigentlich immer nach irgendwelchen Filmzeitschriften und Filmbüchern gesucht. Okay. Und hab gedacht, dann gehe ich doch mal in die Comicabteilung und hatte irgendwie mal was von Sandman gehört und da waren gerade, ich glaube, die ersten ein, zwei Sammelbände draußen. Und habe mir die gekauft und fand die ganz, und Swamp Thing von Alan Moore in dieser schwarz-weißen Ausgabe von Titan. Und fand die ganz, ganz großartig und bin dadurch dann auf Vertigo gekommen, also beziehungsweise was dann später Vertigo wurde und habe eigentlich diese ganzen Reihen, also von Gaiman, Grant Morrison, Peter Milligan, diese ganzen frühen Vertigo-Autoren, die habe ich alle rauf und runter gelesen. Finde sie immer noch sehr, 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 sehr gut. Und bin dadurch dann wirklich wieder massiv zum Comic gekommen und lese heute eigentlich fast mehr Comics, glaube ich, als Romane. Ja, das kann ich auch so bestätigen. Bei mir war es irgendwann Sin City, diese Verfilmung. Und dann bin ich durch die Sin City-Comics auch auf die Erwachsenen-Comics wieder gestoßen. Und dann war ich total angefixt. Swamp Thing von Alan Moore ist für mich einer der besten Helden-Comics überhaupt und auch Sandman. Aber die sind auch so viel mehr als nur Horror oder Fantasy. Das ist so ein wilder Genre-Mix. Das sollte eigentlich nicht funktionieren, aber es tut es, weil man da so ein Feingefühl hat, dass ich so in Comics selten erlebt habe. Ja, definitiv. Also gerade dieser Genre-Mix, der hat mich auch wirklich beeinflusst. Also viele meiner vor allen Dingen frühen Romane aus den ersten 10 Jahren oder so sind ja historische Romane mit fantastischen Elementen durchsetzt. Und das hat schon sehr viel mit Vertigo und auch mit Sandman zu tun und so weiter. Also einfach dieses Realisieren, man darf das ja tatsächlich alles zusammenmischen. Man darf ja Mythologie und Historie und Horror und Fantasy alles in einen großen Topf schmeißen und kräftig drin rumrühren und gucken, was dabei rauskommt. Und das habe ich, wie gesagt, viele Jahre und mache es eigentlich immer noch in meinen Romanen gemacht und das kommt definitiv aus dieser ganzen Beschäftigung oder aus diesem ganzen Lesen von Gaiman und Co. damals in den alten Vertigo-Reihen. Und gerade diese beiden Reihen, die haben auch sowohl ihre kranken Horror-Momente, aber dann haben sie auch so richtig schön poetische oder philosophische Momente, die dann zum Nachdenken anregen. Und das war ich davor von Comics einfach noch nicht gewohnt. Ja. Und dann möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken für eure Zeit. Sehr gerne. Und wünsche weiterhin viel Erfolg und weiterhin gute Zusammenarbeit vor allem. Ja, vielen Dank euch auch. Mach's gut, auch dir. Ja, viel Spaß noch und danke.